Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu Decken und um zu einem neuen Part Resident Evil mit dem Zwergenfürst. So sieht's aus. Neue Türen, neue Geheimnisse. Wir haben einen Schlüssel bekommen und machen uns jetzt auf den Weg, neue Türen zu erkunden. Am besten hier mal eine Etage weiter oben. Da mal gucken, was wir dort erreichen können. Das wollten wir, glaube ich, im letzten Part schon ein wenig machen, aber sind wir nicht weit gekommen. Jetzt schauen wir uns heute mal wieder um. In der großen Villa von Resident Evil. Ortsansässige Boshaftigkeit. So, wie sieht's aus mit dieser Tür? Man kann sie öffnen. Jo. Wo wären wir denn hier? Gibt es hier neue Türen zu öffnen? Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Wo kommen wir denn hier hin? Richard. Oh, ist gar kein Zombie. Ein Freund. You're wounded. This whole place is a killing zone. Ach, hab ich auch schon gemerkt. Monsters. What did this to you? A big snake. And it's poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Oh. Okay. Das haben wir jetzt abgeschlossen, den Raum, oder wie, was? Nee, nicht wirklich, aber... Da müssen wir... Jetzt müssen wir für ihn Heilung besorgen. Okay, hier geht es wohl erstmal nicht durch. Durch diese wunderhübsche Stahltür. Kommen wir jetzt dadurch? Oh, ja, wir können dadurch. Was sich wohl hier hinter verbirgt. Hoffentlich nicht noch ein sterbender Freund. Ja, gut. Dass man nicht noch ein Schlüssel ist. Wie dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Betätigen. Nein. Nicht um uns das hier einmal außerordentlich anzugucken. Aha. Hier haben wir ganz viele Statuen. In dieser Einbuchtung liegt etwas. Es geht aus dem Weg. Weg und sie können nicht erreichen. Ach so, ist im Weg und sie können das nicht erreichen. Gitter ist im Weg und sie können das Ding nicht erreichen. Da ist entweder ein neuer Schlüssel drin oder ein wichtiges Artefakt, was wir brauchen, um weiter voranzukommen. So sieht's aus. So, wenn ich das richtig abgeguckt habe, dann muss man den jetzt hier als erstes, der schlafende Musketier, zumindest den als erstes reinschieben. Mal den hier gegendrücken. Komm, na komm. So, hier, den mal zurück schieben. Dann als nächstes, wenn ich das hier so richtig abgucke. Ja, ich will hier bloß nicht sterben. Das wäre jetzt ganz blöd. Das mache ich ungern. Hier noch ein bisschen. So, komm. Und dann zum Schluss hier das hier. Den hier nochmal reinschieben. Na komm.
Na komm, schiebst du. Oh, und was passiert mit dem hier? Schiebt sich von alleine zurück. Und wir sterben nicht. Sehr gut. Und jetzt können wir, glaube ich, hier hinten an das Ding. Diese Einbuchtung liegt etwas am Gitter. Okay, das geht erstmal noch im Weg. Jetzt können wir hier wahrscheinlich ungestört in die Mitte hier an das. Und das Ding hier. Okay. Wie dem, der meinen Schlaf stört. Willst du den Schlaf stören? Ja, mache ich. Und jetzt stören uns die Ritter jetzt nicht beim dorthin gehen. Jetzt töten die uns nicht auf einmal. Die Automatiken. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Ein rätselhafter Kasten. Schmuckkasten mitnehmen. Jo, können wir gleich untersuchen an Ort und Stelle. Gleich mal ins Inventar. Ins Inventar. Und da mal hier. Zum Glück hat man noch einen Platz frei im Inventar. Prüfen. Hübsch. Untersuchen. Schalter betätigen. Das ist ein Schalter. Aha. Okay. Es passiert nichts. Das ist ein Bild von Sonne und Mond auf dem Teller. Sonnenlicht weckt mich. Sonnenlicht weckt ihn. Verstehe. Nicht. Okay. Sonnenlicht weckt ihn. Untersuchen. Betätigen. Passiert nichts. Ist das noch ein Schalter? Das verstehe ich aber jetzt nicht. Naja gut, es befand sich eine Maske darin. Die ist nicht ganz so schön. Eine Todesmaske. Augen, Nase oder Mund. Eine Todesmaske ohne Augen, Nase oder Mund. Ah, okay, ich weiß, wo wir die für verwenden können. Maske ohne alles. Ja, einmal Maske ohne alles, bitte. Aber mit ordentlich viel Senf. Ja, okay, Warnung, wir sind noch nicht sehr geheilt. Ich glaube, wir müssen die Maske mal loswerden. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Wir brauchen Platz im Inventar. Für einen neuen Schlüssel zum Beispiel. Vorher müssen wir erstmal den Schlüssel verbrauchen. Dann können wir ihn wegschmeißen, wenn wir alle Türen, alle Rüstungssymbol-Schlüsseltüren verwendet haben. Jetzt passen wir erstmal auf, dass wir von keinem Zombie gebissen werden. Das wäre eher kontraproduktiv für das Abenteuer. So. Hier kommen wir durch. Müssen wir nicht aufschließen. Ist alt, da waren wir schon. Okay. Will ich hier lang? Versuch's erstmal auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Tür. So, hier ist Sackgasse oder was? Nein, ist keine Sackgasse. Hier können wir vielleicht noch durch. Ja, wir können da durch. Sehr gut. Ich versuche einfach mal die Tür noch aus. Wo wir ankommen. Schauen wir mal. Oh, noch eine Tür. Da geht's nach nebenan. Türen, Türen über Türen. Ah, hier sind wir. Verstehe. Ah, lass mich in Ruhe. Uha. Kacke. Wir sind schon fast tot. Hau, chill. Hau ab. Kack die Wand an. Müssen wir das Rätsel jetzt nochmal machen. Wir sind tot. Wir müssen zum letzten Speicherpunkt zurück. Ah, scheiße. Der verdammte Zombie. Wie war das hier noch gleich? Ähm.
So war das hier noch gleich. Ah, okay, ja. Das darf man in keiner anderen Reihenfolge machen, weil sonst endet es tödlich. Und jetzt hier in der Mitte. Ja. Jo. Das mal wieder. Süßchen, Papüchen. Holen wir uns das nochmal wieder in die Rezeptkasten. Untersuchen. Nee, erstmal mitnehmen. Und dann untersuchen. Im Inventar. Im Inventar nicht auf der Kiste. In der, auf der Map. Prüfen. Untersuchen. Schalter betätigen. Jo. Ah, okay, die Sonne müssen wir voll kriegen. So ist das Ding. Es passiert nichts. Ah, da muss das Licht leuchten. Verstehe. Leuchte Licht. Es muss einen Weg geben, um diesen Kasten zu öffnen. Ja, Mann. Ich sehe doch hier den Schalter. Jo, da leuchtet die Sonne. Es befand sich eine Maske drin. Todesmaske. Eine Todesmaske ohne Nasen und Mund und Augen. Eine Maske ohne alles, bitte. Mit extra viel Senf. Spawnen sie jetzt nicht. Ich weiß. Ich muss jetzt ohne möglichst viel Zombie-Getue mal hier vorbei zur Gruft kommen. Ich pack das gleich mal in die Gruft, etwas los haben. Einfach hier mal unnötigen Ballast entfernen. Gehe ich mal auf diese Seite wieder zurück. Auf die helle Seite der Macht. Wo nicht so viele Zombies rumliegen. So, hier mal durch die Tür. Da machen wir heute die Maske. Die Maske ohne Nase, Mund und Augen. Haben wir die erste Maske schon gefunden? Erste von drei, wenn ich richtig mich erinnere. Oder vier. Und ich war sogar vier. So, hier raus auf dem Friedhof. Aus. Ich hoffe, da sind keine Hunde. Nicht erschießen muss, die mich anbeißen, mich anknabbern. Ich bin schon ziemlich verletzt. Ich bräuchte mal wieder Heilung, das wäre nicht schlecht. Müssen wir mal einen Raum aufsuchen, wo Heilung ist. Müssen wir auf dem Weg wahrscheinlich erstmal an jeder Menge Zombies und so weiter vorbei. Da ist die Gruft. Wieder diese, oh, diese Perspektive des Todes. Gut getroffen. So, ich steige hinunter in das Grab. Und setze den ersten Stein zum Bosskampf. Eine Schlange wird noch irgendwo auf uns warten. Ich sehe es ja schon kommen. Wurde uns schon verraten von unserem Freund. Okay, der nicht. Auch nicht, ich glaube, der hier, der Kandidat. Da können wir es jetzt mal einsetzen. Eine Steinstatue mit einem Loch an der Nase. Okay, der hier, oder? Eine Steinstatue mit Löchern. Ah, Nase und Mund. Da können wir doch hier. Inventar. Maske ohne alles verwenden. Zack. Hallo. Puh. Ja, vier sind's. Eine Kette hat sich schon gelöst. Wir lösen die Ketten für das Grab, für den Sarg, für den Sarkophag. Und wenn die letzte Kette gelöst ist, kommt da wahrscheinlich kein Toter raus aus dem Sarg. So sieht's aus.
schnell zurückrennen und das Grab verschließen. Wenn du dann rauskommst, das wär's. Im Bosskampf umgehen. Ja, umgehen kann man ihn, glaube ich, nicht. Verhindern wahrscheinlich auch nicht. Sonst kommt man nicht weiter am Spiel. Oh, ich höre die Hunde. Na komm, rein da mit dir, Jill. Draußen ist es nicht viel besser für dich. Ich weiß. Drinnen ist es nicht so schön, aber draußen ist es auch nicht besser. Dies ist ein Ort des Todes. Ja, die Atmosphäre ist schon die richtige mit Blitz und Donner. Bartkratz. Okay, hier sind wir draußen wieder. Ach ja, das kenne ich doch hier. Kein Bock. Ich gehe wieder zurück. Das war echt draußen langlaufen. Gehen wir die andere Tür lang. Hier müssten wir doch hier eine Etage weiter oben rauskommen. Da ist doch hier eine Etage über dem großen Hauptsaal. Ich höre schon ein Rennen. Oh verdammt! Da kommt einer angerannt. Tack, die Wand an. Schon wieder. Wir sind zu vernetzt. Wir sind zu vernetzt, um hier zurechtzukommen. Ach, verdammt. Schon wieder die Maske oder was? Ach, ja. Wie lange nehmen wir schon auf? Muss wahrscheinlich. Ich will nicht. Jo. Okay, ich nehme diesmal einen anderen Weg. Ich gehe nicht direkt zum Friedhof. Ich mach mal hier den Gang. Wir wissen ja jetzt, wo der eine liegt. Wenn er aufsteht, können wir jetzt vorbereitet drauf sein. Einfach versuchen, nicht dort lang zu gehen. Vielleicht gehen wir dann Umweg. Und wir gehen hier lang. Waren wir hier schon lang gegangen? Hier kommt man hier lang. Ach, Scheiße. Okay, der steht auch wieder auf. Rechtzeitig fliehen. Wir müssen da irgendwie durch. Entweder dadurch oder vielleicht durchs Erdgeschoss. Vielleicht kommen wir dadurch durch einen langen Umweg. Das könnte ich mir vorstellen. Dass man da so quer durchs Haus geht. Auf der andere Weise. Ich kann mir vorstellen, dass da in dem Bereich noch einige verschlossene Türen sind. Das habe ich zumindest so in Erinnerung. In dem Bereich, wo die Zombiehunde am Anfang waren. Hoffentlich nicht wiederkommen. So, hier unten. Da, wo der zweite zu mir von Smart hatte. Da müssen wir lang. Können wir da schon durch? Ne, ich glaube Helmsymbol. Ein Helmsymbol. Genau. Können wir es später noch durch. Und rein dort. Ich glaube, in dem Bereich war auch noch irgendwo eine Tür. Ich bin nicht komplett irre. Traue ich mich nicht rein. Da steht der Zombie wieder auf. Die stehen doch alle auf, wenn man nur in die Nähe läuft. Wenn sie drüber läuft, dann sind sie alle wieder da. Hier, jetzt hoffe ich, dass da hier keine Zombie-Hunde kommen. Von links und rechts durch die Fenster. Dass ich hier heile durchkomme.
Na. Hier dürften doch nicht so viele Zombies sein, oder? Da war das das Gebiet mit den vielen Zombies. Ah. Wahnsinnige Perspektive. Okay, die Tür ist schon offen. Ganz vorsichtig. Ach, hier sind wir. Im Baderaum. Die Zombies sind ja auch mittlerweile so schnell. Sie rennen ja auch teilweise schon. Muss man vorsichtig sein. Huha! Ah, Kacke. Sie kommen durch die Fenster durch. Geh, geh, stirb. Ich kann nicht mehr auflauern. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner von hinten. Na komm. Freunde der Nacht. Oh, Scheiße. Ich kann es mir nicht leisten, gebissen zu werden. Sei tot, sei tot! Ah, Scheiße. Von beiden Seiten. Kacke, 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 kacke. Von beiden Seiten. Ich wurde überrumpelt. Gutes Bild, gutes Bild. Wie sie sich über mich stürzen. Ach, ja. Das mit der Maske muss ich mal offscreen machen. Und dann. Nicht schön, nicht schön. Ja gut, wie auch immer, ich beende das jetzt an dieser Stelle und ja, muss mal gucken, wie ich es im Schnitt zusammenkriege. Es würde irgendwie einen halbwegs vernünftigen Part rauskriegen. Damit ich nach oben soll es euch irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich im nächsten Part irgendwann. Haut da rein. Haut da rein. Haut da rein. Dreimal gesagt ist besser. Bis dann und ciao.